Das ist voll die beängstigende Musik. Willkommen, meine Freunde, in meinem Reich. Ich habe euch bereits erwartet. Wisst ihr, an sowas erinnert mich das. Aber jetzt kommt so die richtige Minecraft-Mucke. Episch. Da habe ich zwei Hühnchen. Ne, drei, vier. Was? Hühnchen? Nein! Hühnchen nicht! Nicht! Hühnchen, nein! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Aura. Und da sind wir wieder ganz wohlbesonnen, noch am Leben. Und ja gut, ich habe schon mal, ich hoffe das bedeutet nichts. Wir haben keine Items im Inventar, die habe ich in der letzten Folge wieder hier reingelegt. Falls ich sterben sollte heute. So, da habe ich zwei Hühnchen, ne, drei, vier. Was? Hühnchen? Nein! Hühnchen nicht! Nicht! Hühnchen, nein! Oh, unser, nein, du springst nicht. Du kommst auf den Teller! Das Hühnchen hat uns kein Stück Fleisch hinterlassen. Oh, das ist aber gemein. Das ist richtig gemein. Also, jetzt fühle ich mich angegriffen persönlich. Also, das geht doch nicht. Mann, so ein leckeres Stückchen Hühnchen hätte es doch mal da lassen können. Och, Mann, ey. Oh, Mann, jetzt muss ich hier hungrig arbeiten. Jetzt muss ich hier hungrig die ganzen Steine abbauen und mich hier totschuften. Und wehe, da oben steht noch ein Skelett drauf. Wehe! Aber ich denke mal, da bestimmt schon länger Tag ist und wir auch keine verbrennenden Skelette hören, wird das da oben alles sauber sein. Und gleich kommt ein Creeper runter und sagt, Moin Gobbe! Alles klar bei dir? So, ihr seht schon, ich reiß das hier gerade alles mal wieder ein wenig ab, was ich hier aufgebaut habe. Da leider sich der Map-Ersteller von der Karte hier, wo ich schon mal damals probiert habe, die Füße so ein wenig hinzubekommen, der hat sich leider gar nicht mehr gemeldet. Schon seit mehreren Tagen nicht. Und da mache ich dann doch lieber was anderes. Keine Sorge an alle, die eine Karte eingeschickt haben. Später die Auflösung, wer Platz 1 ist, wer gewinnt, das entscheiden die Zuschauer. Aber das, was ich hier tatsächlich baue, das entscheide im Endeffekt dann doch ich, denn ich möchte natürlich etwas bauen, was auf jeden Fall für Aura gut machbar ist und was keine Ewigkeiten in Anspruch nimmt. Denn ich glaube, niemand möchte sehen, wie ich hier, keine Ahnung, 100 Folgen nur in einem Drachen baue und zwischendrin noch 1000 Mal sterbe. Deswegen lasst euch überraschen. Ihr habt noch ein paar Karten mit wie im Singleplayer. Einige andere haben mir geschrieben, hey, ich bin im Urlaub und ich schicke dir die Karte jetzt irgendwie übermorgen. Manche haben auch geschrieben, morgen. Manche waren auch einfach nicht am Rechner und haben gesagt, ja, ich schicke dir die Karte morgen. Also, ansonsten würde ich auch gerne jetzt mal wieder euch ein paar neue Singleplayer-Karten zeigen. Aber, das geht leider noch nicht. Das geht noch nicht, denn ich habe da gerade erst zwei neue. Und ich möchte gerne noch ein paar mehr euch dann zeigen. So, das kann ich mal eben hier abkloppen. Alles weg. Oh Mann, ey. Lang hat es ja nicht überlebt. So, Leute. Fakt ist, dass wir noch weiter hinaus müssen. Aber Fakt ist auch, dass ich auf jeden Fall Nahrung brauche, bevor ich hier irgendwie noch einen weiteren Stein setze. Denn ohne Nahrung ist Feierabend. Da ohne Nahrung kann ich nicht arbeiten. Man braucht doch so was. Ja, so eine Grundnahrung im Bauch. Ohne die ist doch Arbeiten immer schlecht. Da leidet die Leistung drunter. Und na, ihr Schafe, ihr seid ja schon mittlerweile 4. Das ist ja schon mal ein Traum. So, Kartoffeln. Ich nehme mir nochmal 5 auf Reserve damit. Oh, lecker, lecker. Das schmeckt. Das schmeckt. Und ich sehe gerade, meine Spitzhacke ist schon wieder bald komplett kaputt. Und uiuiui. Die Musikbox. Schallplatten hier rein. Oh, die hören wir uns mal an. Oh. Wartet mal. Das ist voll die beängstigende Musik. Willkommen, meine Freunde, in meinem Reich. Ich habe euch bereits erwartet. Wisst ihr, an sowas erinnert mich das. Aber jetzt kommt so die richtige Minecraft-Mucke. Episch. Sehr, sehr episch. Schubidu. Das ist alles so wunderbar hier. Upala. So, wir können mal eben unsere Spitzhacke aufbrauchen am Kobbelgenerator, denn wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Kobbel. Und wir hören die Musik sogar. Ich mach mal ein wenig lauter, aber nee, dann hört man auch den Kobbel hier. Also die Cobblestone-Maschine hier so laut. Aber sehr epische Musik.
Sehr, sehr geil. Der Beat, der sorgt richtig für gute Laune hier bei Nacht. Der passt richtig zur Nacht. Und dass wir Nacht haben, beunruhigt mich ein wenig. Ein ganz wenig. Ein ganz, ganz wenig. So, und die Spitzhacke ist auch schon gleich vorbei. Also kaputt. Mein Deutsch ist wie mein Beste heute. So, da ist sie auch schon wieder kaputt. Dann mache ich mir noch mal eben eine neue. Habe ich hier noch Stäbe drin? Nee. Da hatte ich ja mal welche reingelegt. Aber die sind anscheinend schon wieder mitgenommen worden. So, und ich nehme mir noch mal viermal Weizen mit. Für die schönen, schönen Schafe. Damit die auch mal was bekommen. Ich guck auch nicht hin. Hä? Oh ja. Lalalalalalala. Oh, Babyschaf. Uiuiuiui. Und ihr beiden auch nochmal? Nee, ihr beiden nicht. Aber du und du. Hier werden Küsse verteilt. Uiuiuiui. Oh, da guck ich nicht hin. So, Leute. Sonst muss ich nochmal ein Video irgendwie ab 18 freigeben. Nein, Spaß. Holz habe ich hoffentlich noch in der Truhe. Ja, doch. Wir haben ja letztes Mal die ganzen Bäume da gefällt. Sind die gewachsen mittlerweile wieder? Ja, die sind alle wieder gewachsen. Perfekt. So, hier haben wir Holz. Ui. Und gar nicht mal so wenig. So, Skelette sind da zum Glück auch nicht. Da fühle ich mich doch schon mal wieder sicher. Zack, mache ich mir direkt mal hier zwei Spitzhacken. Flupp. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ich brauche nämlich fürs nächste erstmal nur Kobbel, ja? Den wunderschönen Stein. Und ich höre schon wieder Zombies. Ah, mit der Rüstung haben wir an. Alter, von wo kommst du denn? Von wo kommst du? Und ich sage gerade noch, ja, ich höre Zombies. Ja, da. Boah. Von wo kam der denn? Oh. Wehe, die können mich abschießen da drüben. 100 Pro können die das. Wenn ich mich hier hinstelle. Aber nee, hier möchte ich auch gar nicht bauen. Nee, nee. Ihr erwischt mich nicht. So, das kommt da rein. Die Eier brauche ich gerade auch nicht. Gut, dann baue ich einfach mal ganz gediegen weiter. Ich brauche doch noch mal ein paar hiervon. Am besten noch ein paar mehr. Die brauchen wir doch eh früher oder später. Deswegen, zack. Gegönnt. Ululul. So, und dass wir wieder Nacht haben, es beunruhigt mich einfach so extrem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Das war auch schon wieder so richtig knapp. Warum passiert immer nur bei mir der Bug, dass die da unten irgendwie gesetzt werden? Warum? Könnt ihr mir das erklären? Schon wieder. Das ist doch unfassbar. Warum passiert das? Warum, Leute, frage ich mich. Warum, warum? Und wir brauchen bald wieder Fackeln. Und ich werde ganz sicher heute kein Risiko hier eingehen. Deswegen, ich hole mir erstmal nochmal ein paar Fackeln. Denn bevor die noch verloren gehen, ich kann mir ja eigentlich hier direkt einen Ofen bauen. Hab ja genug Steine. Zack. Und da ist auch schon der erste Ofen. Der erste Ofen auf unserer schönen Insel hier. Auf unserer schön beschaulichen Insel. Zack. Da packen wir auch direkt mal Holz rein. Für ein wenig Holzkohle. So. Das brutzelt. Sehr schön. Flupp. Und dann machen wir ganz entspannt weiter. Zack. Zack. Zack und wehe. Wehe, jetzt spawnt da jemand. Aber wenn, ich glaube, oh. Ich glaube, wenn da jetzt jemand spawnt, ja, das wäre eh schon wieder zu spät. Ich werde doch gleich wieder einen Pfeil im Rücken stecken haben, wenn ich da nicht hingucke. Wehe. Wehe, ich bin gleich wieder da. So, warte mal. Hier mache ich mal so. Schnell ein wenig Fackeln machen. Flupp, okay. Fackeln habe ich wieder. Zack. Okay. Hier wurde wieder ausgeleuchtet. So, reicht die Entfernung? Ja, die reicht. Die reicht perfekt. Dann können wir auch mal ganz entspannt. Alter, schon wieder. Warum machen die Blöcke das immer? Könnt ihr mich abschießen? Nee, ne? Oh Mann, ich werde langsam auch paranoid hiervon. Ohne Witz, das ist mir etwas zu heftig.
Oh. Oh, weia, oh, weia. So. Wie mache ich das? Ich bin am überlegen, wie ich... Warte mal. Ich glaube, ich brauche die hier gar nicht. Denn hier könnten wir praktisch schon die anderen Blöcke ransetzen. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Ganz entspannt. Oh. Es wird wieder mit Kobbel gearbeitet. Beim letzten Mal sah es ja nicht gerade gut aus, aber eventuell ja heute. Eventuell heute. Gut, das war falsch. Zack, zack, jawohl. Holla die Waldfee, ich möchte nicht runterfallen, ich möchte es nicht. Und wenn ich immer so bei anderen aus dem Projekt irgendwie die Folge schaue, dann sieht das immer bei denen ganz entspannt aus, weil die machen das irgendwie immer am Stück und so. Und da sieht das nie gefährlich aus, aber ich weiß ja schon, ich bin ja schon einmal dadurch gestorben. Das kann sehr wohl gefährlich sein. Aber richtig gefährlich. So. Zack. Okay. Wir haben ja zum Glück noch welche dabei. Schwupp. Okay. Oh, oh, es regnet natürlich wieder. Ist das ein gutes Zeichen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Oh Mann. Wollen wir hier wirklich weiterbauen? Wollen wir das wirklich hier wagen? Und probieren? Ja, ich glaube schon. So, kommt da dann auch einer hin? Denke schon. Deswegen, wartet mal. Wir können ja einfach... Schon wieder hat der eine Block sich da weggebackt. Unfassbar. Diese bösen, bösen Blöcke. So. Hier, da können wir dann auch noch verlängern. Aber ich möchte auch noch rüberkommen, deswegen immer alles entspannt angehen. Und ich hoffe, der Regen hört bald auf. Das wäre schon ganz nett. So. Also, den haben wir. Dann bauen wir einfach nochmal einen oben rauf. Genau. So. Schwupp. Ist das richtig? Ich brauche mal eben ein paar Stufen, wartet mal. Stufen! Ich komme! Da habe ich die Stufen. So. Ja, man kann das noch nicht richtig erkennen, glaube ich. Aber das kommt auf jeden Fall in der nächsten Folge. Denn in der nächsten Folge werden wir ja auch automatisch, da müssen wir halt nicht immer wieder auf die Hauptinsel für zum Beispiel Essen. Das haben wir dann ja schon. So. Hier kommt der hin. Dann kommt hier noch einer ran. Dann kommt da einer in die Ecke. Okay, das hat nicht geklappt. Manchmal verbinden die sich doch, oder? Nee, so meinte ich das gar nicht. Ich stelle mich mal hier oben rauf und dann... Und da unten muss ich eigentlich auch nochmal ran. Aber sieht ja eh keiner. Schwupp, okay. Ja. Kann man das so machen? Oh. Ich guck mal eben. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann machen wir hier mal weiter. Und da mal einen rauf. Und auch hier. Einige fragen sich jetzt bestimmt, was macht der Gomme da? Was hat er vor? Tja, Leute. Das werde ich auch erst später herausfinden. Sobald alles fertig ist. Sobald ich alles hier fertiggestellt habe. Mann, das ist aber echt schwieriger als erwartet. Gut. Dann machen wir hier mal einen rauf. Und hier auch. Schwupps. Genau. Jetzt habe ich den hier schon mal. Jetzt können wir aber rein theoretisch, ich glaube, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ja, sie ist leider jetzt schon wieder vorbei. Ich würde gerne weiterbauen, aber leider ist die Folge schon vorbei. Na gut, Leute, was soll ich sagen? Da oben fehlt auf jeden Fall noch eine Fackel. Denn dort möchte doch bestimmt auch irgendwann nochmal ein Skelett spawnen. Immer diese
mutigen Sprünge von mir. Mann, Mann, Mann. Huiuiui. Ja gut, Leute. Ich werde wieder etwas übermütig hier gerade. Deswegen sage ich mal am besten an der Stelle jetzt. Haut rein. Das wär's für dieses Video. Es wird auch schon wieder Tag. Natürlich dann, wenn man mit Bauen fertig ist. Ist mal wieder typisch für mich. Nächste Folge geht's weiter. Dann bestimmt noch viel produktiver als heute. Und ja, haut rein. Ein Daumen hoch wäre klasse. Und tschüss mit Ö.